Deutsche Fechtmeisterschaften in Celle. Marga Müller links gegen die Weltmeisterschaftsdritte Inge Keidel im Damenflorett. Das Florett ist eine Stoßwaffe und gewertet werden Treffer mit der Klingenspitze auf eine Fläche vom Kragenrand bis zur Hüfte. Kampfzeit 10 Minuten. Nach 5 Treffern bereits scheidet der Gegner aus. Ein Touché und ein Meistertitel für Marga Müller. Paul Gneier Heidenheim gegen Ernst Krogel im Degenfechten. In dieser Disziplin gilt der gesamte Körper als Angriffsfläche. Die Kämpfer sind mit einem Elektronenmeldegerät verbunden, denn die Degen sind schneller als das Auge. Gegen den alten Fuchs aus Hannover hatte keiner der Rivalen eine Chance. Mit bildschönen Paraden und blitzschnellen Durchbrüchen holte er sich zum 5. Mal den Meistertitel. Ernst Krogel.